Augen auf Medienanalyse. Vereinte Nationen. Heute ist der 24. März 2023. Die Themen: US-Wasserkonferenz, Ukraine, Türkei, Syrien und andere Themen. Das tägliche Pressebriefing durch Farhan Haq, stellvertretender Sprecher des Generalsekretärs. Aus den Highlights: Ukraine. Die Vereinten Nationen, die Weltbank, die Europäische Union und die Regierung der Ukraine haben gestern Nachmittag die zweite Schnellbewertung der Schäden und des Bedarfs veröffentlicht. Sie zeigt, dass nach einem Jahr Krieg die direkten Schäden in der Infrastruktur und am Leben der Menschen auf mehr als 135 Milliarden US-Dollar geschätzt werden und sich die sozialen und wirtschaftlichen Verluste auf 290 Milliarden US-Dollar belaufen. Nach einigen Minuten kommt es zu dem folgenden Dialog. Okay. Yes, Deji. Couple of questions on Syria. Yesterday there's a drone attack. Ein paar Fragen zu Syrien. Gestern gab es einen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt im Nordosten Syriens, was zu einem Toten und 6 Verletzten führte, nachdem am Tag des US-Luftangriffs auch 11 Menschen in Syrien getötet wurden. Gibt es eine Reaktion des Generalsekretärs auf diesen Vorfall? Natürlich sorgen wir uns weiterhin um die andauernden Spannungen und wir versuchen zu sehen, was getan werden kann, um die Spannungen zwischen den verschiedenen Kräften in Syrien zu verringern, und wir werden diese Bemühungen fortsetzen. Drängen Sie nicht darauf, dass jeder die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Syriens respektiert? Natürlich, das ist so. Offensichtlich ist es wichtig, dass die Souveränität und die territoriale Integrität Syriens respektiert wird. Gleichzeitig ist man sich der Komplexität der Situation ausländischer Kräfte bewusst, aber wir rufen sie zur Zurückhaltung auf. Halten Sie die Anwesenheit des US-Militärs in Syrien nun für illegal oder nicht? Das ist kein Thema, mit dem wir uns zu diesem Zeitpunkt beschäftigen. Es gibt zwar einen Krieg. Denn es klingt sehr vertraut mit dieser Woche. Wir sprachen viel über die UN-Charta, das Völkerrecht und entsprechende Resolutionen. Aber es klingt für mich nach einer ausländischen Präsenz, einer Präsenz eines ausländischen Ministeriums in einem anderen Land ohne Einladung. Das hört sich für mich nach etwas anderem an. Verstehen Sie? Ich überlasse die Analyse Ihnen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Situation in Syrien. Was ist der Unterschied zwischen Syrien und der Situation in der Ukraine? Es gibt kein bewaffnetes US-Militär in Syrien. Es ist keine parallele Situation. Sind Sie sich sicher? Ist kein Militärpersonal in Syrien? Ich glaube, es gibt militärische Aktivitäten, aber von einer Bodenpräsenz in Syrien ist mir nichts bekannt. Okay, 5 US-Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt. Wenn es keine US-Soldaten in Syrien gibt, wie können sie dann verletzt worden sein? Das ist seltsam, oder? Soll ich dich dazu befragen? Und übrigens, wenn du von der Resolution sprichst, ist das internationale Recht hier die Resolution des Sicherheitsrates 2020. Entschuldigung, 2254, glaube ich. Darin heißt es im PA-Absatz, in Bekräftigung seines entschiedenen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität des Geistes unserer Republik und zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Und wie Sie sehen werden, wird das auch von den Mitgliedern des Sicherheitsrats akzeptiert. Ja, also nochmal zurück zu meiner Frage. Ist es illegal, dass die USA in Syrien präsent sind? Laut der entsprechenden Resolution, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, die entsprechende Resolution fordert das und wir rufen alle Länder auf, das zu respektieren. Ich würde nicht darüber hinausgehen zu diesem Zeitpunkt. Okay, ich habe noch eine Frage zu Syrien. Es gibt Berichte aus Saudi-Arabien, die von einer möglichen Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Damaskus sprechen. Hat der Generalsekretär dazu etwas zu sagen? Ja, was ich sagen kann, ist, dass uns diese Medienberichte bekannt sind. Wie Sie wissen, arbeitet der Sondergesandte Geir Petersen weiterhin mit allen Beteiligten, einschließlich der arabischen Staaten, zusammen, um den von Syrern geführten politischen Prozess zur Beendigung des Konflikts und zur Förderung eines nachhaltigen Friedens in Syrien zu unterstützen, im Einklang mit der Resolution 2254. Yes, Errol.
Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar. Und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.